Freunde der Sonne, willkommen zurück zu Schrödis Grilljäger. Ja, und heute dachte ich mir, ich teste mal die Burger Buns von Klaus. Auf dem Weg erstmal Klaus, alles Gute. Heute ist 10-jähriges, ne? Mega-Kanal, ganz tolle Geschichte. Und wer meinen Kanal vielleicht so ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass ich von Klaus bisher mal so ein paar Gewürze genommen habe, mehr auch nicht. Und ich habe ihn eigentlich auch nie erwähnt. So, aber diese Buns, BFA, guckt mal hier. Ich dachte mir, die muss ich mal ausprobieren, weil so coole Burger-Buns irgendwie, es gibt zwar mal da Milchbrötchen, der eine hat das so, ne? Und ich dachte mir, muss ich ausprobieren. Naja, und wenn ich da einmal bestellt habe, damit sich die Versandkosten auch lohnen, habe ich ein kleines bisschen Bacon bestellt. Dann US Black Angus Burger, zweimal. Hier ist noch ein bisschen was Crispy dabei, erkläre ich gleich. So, hier noch ein bisschen Käse, den habe ich noch nicht mitbestellt, noch ein paar Zutaten. Und jetzt geht es erstmal rein um die Buns. So. Ich halte mich exakt an die Anleitung, das mache ich sonst eigentlich nie. Ne? Ich habe die tatsächlich vorher schon aufgetaut. Ne? Also die Tüte wird so nicht geliefert. Also hier sind 8 Teiglinge drin und ich habe die vorher rausgeholt, habe die bei Zimmertemperatur auftauen lassen. Und seht mal hier, wie groß die geworden sind. Wenn man die mal so vergleicht. Ja, schon mal eine coole Nummer, hat mir gefallen. Der Ofen hinter mir in unserer Küche, der heizt jetzt erstmal auf 220 Grad hoch. Ober- und Unterhitze. Und wenn das fertig ist, backen wir die Burger Buns. Und dann geht's an den Grill. Also die Buns sind im Ofen. Sieht schon mal richtig gut aus. Ne? Wir haben jetzt noch so um die 10 Minuten. Und ich hatte noch was vergessen zu erwähnen. Hier ist also in dieser Tüte mit den Buns, ne, ist so eine Crispy-Tüte mit drin. Und die Buns werden mit einer Milchwasserlösung so ein bisschen eingeschmiert, um das richtig braun zu machen. Und dann kann man die gleich mit oben drauf setzen. Und dann hat das oben so dieses Gesprengelte, was man manchmal so von den Burgerbrötchen so kennt. Ne? Also bin mal gespannt, so ein kleines Gimmick nebenbei. Ja, was machen wir? Wir kümmern uns schon mal um den Bacon. Ne? Ich habe noch was Besonderes vor mit einem Burger. Mal sehen, ob das was wird. Deswegen machen wir ein bisschen mehr Bacon. Zeige ich euch zum Schluss. So, ich habe erstmal die Plansche, mittlere Hitze schon mal vorbereitet. Und in dem Baconfett werden wir nachher dann die Burger Patties braten. Das gibt dann natürlich einen schönen, coolen Geschmack. Hört sich schon immer geil an, ne? Hase, was sagst du so? Das ist ein geiles Geräusch. Ja, zack. Das ist schon herrlich, ne? So schön in der Frühlingssonne am Grill, der mich noch ein bisschen erwärmt. Bacongeruch. Gibt's was Geileres eigentlich? Vielleicht noch ein Bier, ne? Wo ist mein Bier eigentlich? Weißt du nicht. Ja, Freunde, Bacon ist fertig. Um den kümmern wir uns gleich. Und geht's auch schon los mit den Burgern. Ich lasse die so, ich hätte die noch smashen können. Aber wir wollen ja einen richtig schönen dicken Burger haben. Ja, vielleicht drücken sie noch ein bisschen an. Ja. Bacon kann man immer essen. Ne? Ja, also ich versuche mich, also erstmal Bacon schmeckt. Schon mal ein gutes Produkt. So, also ich werde den Bacon jetzt mal zerkleinern. Und der Bacon kommt dann auf den Deckel des Burgers, beziehungsweise auf den Deckel vom Bun, Käse oben drauf und dann streue ich da noch den Bacon mit rein. Das kann nur geil aussehen. Ja, feines polnisches Tyskie. Also, wer es noch nicht kennt, kann es echt nur empfehlen. In der Frühlingssonne am warmen Grill. Schon ganz cool so, ne? So. Also übrigens haben die Burger so 170 Gramm. 175, 170 Gramm so. Also es ist schon eine vernünftige Burgergröße. Also guckt mal hier von allen Seiten. Übrigens das Fleisch ist auf einem richtig guten Weg und ich habe die 10 Minuten Abkühlzeit noch nicht ganz abwarten können, aber ich wollte es mal auseinanderreißen. Guckt euch das mal an. Also riecht gut. Dampft noch. Mal probieren. Warte mal. Ja gut, cooler Geschmack. Geht so ein Ticken in diese Milchbrötchen-Richtung. Ist es ja am Ende ja auch, ne? Also ich bin zufrieden. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt das ganze Brötchen gegessen. Die Kamerafrau, meine liebe Frau, ist gerade ein Burgerbrötchen. Was sagst du denn dazu?
Ist okay. Ich finde das cool, wenn das noch so warm ist, ne? Kann man auch als normales Brötchen essen. Deswegen Buns für alles, BFA. Ah. Teig ist gelungen. Und der Burger wird uns auch noch gelingen. Wir bereiten schon mal die Buns vor. Das Fleisch ist auch gleich fertig. Was natürlich nicht drauf fehlen darf, ist Mayo. Um da nochmal von innen auch eine schöne, coole Kruste und eine Farbe reinzubekommen. Und natürlich was fürs Herz. Ah, herrlich. Das wird eine coole Nummer. Und Burger wenden. Nochmal. Jetzt kommt noch die coole Nummer. Ja. Ah, schaut mal her. Kommt das da oben drauf? Muss es natürlich noch ein bisschen halten. Ja, das kann man da auch noch ein bisschen verteilen. Ja, wir fangen an mit Bauen. Du hast mich überzeugt, ich habe dann doch nochmal die Burgerglocke geholt. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an hier. Ist schon mal cool, ne? Auch ein bisschen Salat drauf. So. Das hier. Ja, cool. Bisschen Burgersoße. Deckel kommt. Oh, jetzt. Also ist doch was geworden, ne? Guck dir das mal an. Sieht da nicht geil aus? Cool, ne? Also ich bin begeistert. Mit Blusaugsoße schmeckt er bestimmt noch besser. Ach ja, sehr gut. So, pass auf. So. Ah, jetzt haben wir noch die Süße dabei. Genau. Salzig, süß, fettig und, das wird meinen Kardiologen am meisten freuen, noch was Grünes. So Freunde, also optisch ist das Ding eine ganz klare Eins. Also aus meiner Sicht, ne, mit dem Bacon hier oben drauf, das ist ja nochmal ein absoluter Game Changer. Also die Kombi, Käse, machst du sowieso nie was verkehrt mit Cheddar, ne? Mit Bacon sowieso nicht. Ich mag das Brötchen, ich mag das wirklich. Ne? Also eine coole Sache. Und Black Angus Prime Beef ist natürlich auch immer mega. Ne? Wirklich mega, mega, mega. Und da lässt sich cool essen. Wer jetzt rummeckert von euch, dass er nicht Medium ist, Burger drauf ruhig durch sein. So, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Kurze, schnelle Nummer. Heute mal mit Werbung. Ja, bleibt mir nur eins zu sagen. Gebt mir ein Like, gebt mir ein Abo. Empfehlt mich weiter und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Schrödis Grill. Bis dann, ciao, ciao.